mit kleinen Neugiernasen auf du und du. Ganz schön große Tierbabys, hautnah. Wilde Zoo-Tierarztgeschichten zum Miterleben und Mitlachen und ganz viel Herz. Der Doktor und die wilden Tiere. Tierarztgeschichten aus den hessischen Zoos. An den Robbenklippen im Frankfurter Zoo führt der afrikanische Zwergseebär Otti ein wahres Freudentänzchen auf. Was er vermutlich nicht tun würde, wenn er wüsste, dass gleich Tierärztin Dr. Nicole Schauerte für eine Behandlung vorbeikommt. Und dazu müssen die Seebären jetzt erstmal sozusagen backstage gehen. Und dort geht's weiter mit den Tänzchen. Das Wackeln von den Tieren kommt daher, dass, wenn die hinten reinkommen in die Boxen, wissen die ganz genau, es passiert irgendwas. Es gibt Futter, es gibt Training und dann ist es einfach diese Ungeduld, die Erwartung, was jetzt passiert. Wenn man die draußen auf der Anlage sieht, merkt man, dass sie das gar nicht machen, weil da einfach die Erwartung nicht da ist, weil sie genau wissen, draußen passiert gar nicht so viel, zumindest mit dem Tierpfleger. Und das ist jetzt einfach die Aufregung. Auch Zwergseebär Samu will jetzt endlich loslegen, schließlich hofft er auf Fischsnacks. Zootierärztin Dr. Nicole Schauerte kommt natürlich wie immer auf ihrem schwarz-gelben Fahrrad. Frankfurt ist die Wahlheimat der Dortmunderin, aber beim Thema Fußball steckt ihr Herz für den BVB. Heute ist Frau Doktor eigentlich da, um nach den Augenentzündungen der Zwergseebären zu schauen. Aber Ottis Gewichtsprobleme scheinen das Top-Thema zu sein. Der ist aber gerade ganz gut dabei, oder? Ja, wir arbeiten auch mit Gewichtsverlust. Also der hat im Moment eine Tagesmenge von 4 Litern. Und was hat er für ein Gewicht? 195. Von 215. Er hat schon abgenommen. Oh, du hast schon 20 Kilo abgenommen? Ja. Ja, das Bikini-Figur ist noch nicht ganz. Ist ja noch kalt. Ist ja noch. Ja, ich esse auch. Und da findet noch jemand, dass der Name Zwergseebär nicht wirklich passend ist. Der Reiher frisst gerade ihm jetzt einmal leer. Nein! Ist das Mundraub oder wie? Tja, wer kann, der kann. Der Fischreiher wiegt ja auch nicht 195 Kilo und kann sich von daher sehr elegant am Fischeimer bedienen. Frechheit echt, ey. Vor allen Dingen fliegt er hier noch dort runter und balanciert völlig unbeeindruckt mit seiner Beute. Und schon ist Frau Doktor wieder abgelenkt vom nächsten Pfundskerl von Emil. Also über Nacht oder so? Die Haare vom Kopf. Ist der jetzt über Nacht so? Ja, so im letzten Monat. Ja, oder? Also der ist wirklich... In den letzten vier, ich finde mir, aber habt ihr ein Gewicht? 145 ungefähr. Ja, hier leben stattliche Männchen. Aber nun zum eigentlichen Grund der Arztvisite. In erster Linie geht es um Trübungen bei uns jetzt. Trübungen der Hornhaut, das sieht man dann auch. Und die haben auch wirklich Schmerzen. Das ist wirklich eine kleine, ist so eine Entzündung im Auge, im augenvorderen Bereich der Hornhaut. Die trübt sich und dann fangen die an, also wir im Ruhrgebiet sagen, die knibbeln. Aber die kneifen die Augen so zu. Also man sieht wirklich, dass denen auch diese Lichteinstrahlung Schmerzen bereitet. Da sieht man hier schon beim Samu, wie er schon das Auge so zukneift. Ja, es ist ihm unangenehm. Es ist mehr jetzt rechts als das linke Auge. Aber um jetzt zu gucken, was wir ja da am besten machen, welche Tropfen wir geben oder ob wir nur ein Schmerzmittel geben, das müssen wir halt jetzt entscheiden. Pflegende Tropfen kriegen die sowieso die ganze Zeit. Das sind so Tropfen, die einfach das Auge so ein bisschen geschmeidig halten und noch mit Vitaminen versorgen. Damit üben die auch und trainieren sozusagen den Ernstfall, also wenn wir dann wirklich Medikamente geben müssen. Samu ist auf jeden Fall sowas von bereit. Schließlich bedeutet diese Aktion für ihn Belohnung. Die Nase muss ans Target, also sozusagen ans Ziel, dann bekommt er hinterher auch seinen Fisch. Samu gibt alles für die Bikini-Figur. Versteht sich. Dieses Auge, da kneift er mehr zu, das scheint ihm mehr weh zu tun. Man sieht es aber nur, wenn er nach vorne blickt. Wenn er jetzt hier die Christina anguckt, sieht man hier hinten so einen Schatten und so einen gräulichen Punkt. Das scheint ihm mehr weh zu tun, wobei der Rest vom Auge besser aussieht. Der ist nicht getrübt. Irgendwie nicht. Also kneifen tut er mehr das andere. Ja, aufmachen wir schön. Der Pfiff bedeutet Schluss mit Stillhalten und, na klar, Belohnung. Dann nur so klein. Ich wollte gerade sagen, dann nur so klein, aber dann gleich drei. Tja, von nix kommt nix. Und weil das so gut funktioniert hat, probiert Samu es gleich nochmal. Kann ja nicht schaden. Ja, aber Fisch gibt's hier wohl vorerst keinen mehr.
Knapp 40 Kilometer nördlich von Kassel liegt der Tierpark Saarberburg mitten im Reinhardswald. Mit rund 130 Hektar Fläche zählt er zu den größten und ältesten Wildparks in Europa. Der heutige Patient hier ist der kaukasische Steinbock Pavel. Der läuft nicht aus Altersgründen so ulkig, sondern weil die Klauen des Kletterkünstlers zu lang sind. Und deshalb rückt Tierarzt Christian Schultenkemper heute an. Wir bereiten jetzt eine Steinbocknarkose vor, weil wir bei dem eine Klauenpflege durchführen wollen. Und dazu mache ich jetzt sogenannte Flugspritzen oder Pfeile hier für ein Betäubungsgewehr fertig. Und das bereiten wir jetzt hier unten vor, weil der Steinbock doch relativ scheu ist und das Tierarztauto auch schon kennt. Und dann haben wir das Problem, wenn wir jetzt da unten auftauchen, dann kommt er erst gar nicht. Pavel einzufangen ist auf dem weitläufigen Gelände nicht ganz ungefährlich. Deswegen muss heute die Betäubungsspritze herhalten. Da kommt dann gleich noch eine Kanüle oben drauf. An der Seite des Tierarztes sind erfahrene Pfleger und die haben mittlerweile so ihre ganz eigenen Tricks. Heute ganz spezielles Wildfutter. Das liebt Steinbock Pavel nämlich. Ja, wir wollen ihn damit halt ein bisschen anlocken, dass er ein bisschen näher zu uns kommt. Und wir halt eine bessere Chance haben, ihn zu treffen, sagen wir mal so. Noch döst der Steinbock nichts ahnend und völlig entspannt in der Sonne. So, setzen wir die Flugspritze ins Gewehr ein. Positionieren das passend. Und schließen hinten den Deckel. Ist gesichert. Und jetzt können wir hier im Grunde genommen die Entfernung einstellen. Da geben wir erstmal eine gewisse Entfernung vor. Und dann können wir erstmal losgehen. Tierarzt Christian Schultenkemper nähert sich vorsichtig dem Gelände, dem sogenannten Burgberg, an. Aufgrund von Wilderei und der geografischen Isolation dieser Steinbock-Unterart im Kaukasus gibt es heute nur noch sehr wenige Tiere. Wie sieht's aus? Oh, jetzt hat der Steinbock sich erstmal da oben hingelegt. Und der muss sich erst noch mal ausgiebig kratzen. Jetzt gucken wir mal, ob der sich gleich zum Futter bewegt. Aber aufgestanden ist er jetzt schon mal. Und die anderen Tiere ziehen schon hier runter. Gucken wir, ob wir Glück haben. Die Entfernung wäre jetzt noch zu weit zum Schießen. Bei Tieren muss man immer Zeit haben. Da kommt er doch schon mal. Und hier wird schnell deutlich, für die Klauenpflege ist es allerhöchste Zeit. Denn auf den weicheren Böden des Tierparks nutzen sich die Hufe nicht so ab wie in felsigen Gebieten. Da muss der Doktor nachhelfen. Das Ziel genau im Visier und Treffer. Alles zum Wohle des Tieres, auch wenn Pavel von dieser unangenehmen Überraschung natürlich wenig begeistert ist. Ist gut gelaufen. Wir haben also gleich getroffen, hat alles ruhig abgelaufen. Und jetzt müssen wir natürlich Geduld haben, warten, bis der zum Liegen kommt. Und da gucken wir jetzt mal, das kann bis zu einer Viertelstunde dauern. Pfeil hat entleert. Und ja, jetzt warten wir erstmal. Der Steinbock kämpft tapfer gegen die Müdigkeit. Wichtig ist, dass der Zuchtbock sich jetzt nicht noch selbst verletzt. Im Zoo Vivarium in Darmstadt leben 2000 exotische und einheimische Tiere in 190 Arten. Ein Sorgenkind ist derzeit die Seychellen-Riesenschildkröte Nina mit ihrem linken Auge. Tierarzt Thomas Fischer kommt zur Kontrolle vorbei. Hallo. Guten Morgen. Was macht unser Patient? Sieht gut aus. Na, gucken wir mal. Auge ist offen. Wahrscheinlich jetzt gleich nicht mehr, wenn Sie gucken gehen, ne? Gut, erstmal die Herausforderung ist, eine vernünftige Diagnose zu stellen, wenn der Patient sich nicht anständig untersuchen lässt. Ja, zugegeben, Nina und der Doktor hatten in der Vergangenheit so ihre Differenzen. Aber heute ist das Auge auf. Na, heute lässt es auf. Sehr schön. Oh, einen guten Tag erwischt. Sie hatte ein geschlossenes Auge und hat uns nicht gezeigt, was im Auge los ist, warum sie
ja, warum sie das zukneift. Es war auch ein bisschen dick und sie hat das über Monate hinweg geschlossen gelassen. Der Zootierarzt gibt Nina Entzündungshemmer und Antibiotikum. Beleidigt ist sie deswegen heute noch. Wir haben das versucht zu therapieren. Wir haben aus diagnostischen Gründen ein Lokalanästhetikum in das Auge getropft, damit kein Schmerz vorhanden ist. Und dann hat sie es zwischenzeitlich auch mal kurz geöffnet. Die Gefahr ist immer, wenn nur ein Auge verändert ist, dass das durch eine Verletzung passieren kann. Und wenn man eine Verletzung im Auge hat und die nicht zeitnah und erfolgreich therapiert, dass das Auge dann verloren geht. Das heißt, dass das Auge zerstört wird. Aber heute ist das 85 Kilo Weibchen mal gnädig. Und auch, wenn man es vielleicht nicht direkt sieht, Nina hat gute Laune. Na, heute darf ich auch. Aber nur kurz. Ne? Nina, nur ganz kurz. Ja. Nina liebt Streicheleinheiten, aber eben nur von ihrer Lieblingspflegerin Daniela Kautz. Naja, sie haben ihr auch Spritzen in den Hintern verpasst. Stimmt. Das war auch nicht so nett. Ich würde mir das auch merken. Ne? Ja. Ich würde. Und Nina würde sich das lange, sehr lange merken, denn die Seychellen-Riesenschildkröten können bis zu 150 Jahre alt werden. Vor etwa 4 Wochen hat sie uns dann den Gefallen getan und das Auge wieder permanent geöffnet. Und man sieht, das funktioniert. Die Iris ist intakt, die Lidreflexe funktionieren, sie kann sehen. Jawohl, und wie? Nämlich den unliebsamen Doktor direkt vor ihrer Nase. Das mag's nicht. Ich habe sie zu oft geärgert. Und sie ist nachtragend. Die Schildkröten haben ein sehr gutes Gedächtnis. Das heißt, die können mit Sicherheit mich identifizieren. Das heißt, wenn ich hier reinkomme oder wenn die Pfleger reinkommen, die mehr für das Füttern zuständig sind und für angenehme Sachen in dem Leben, das können die sehr wohl unterscheiden. Nina zieht es deshalb auch mehr zu ihrer Pflegerin hin. Die Frau Kautz darf immer näher ran, weil die Frau Kautz hat meistens leckeres Essen dabei und der Herr Fischer hat leider immer nur irgendwelche Spritzen und Salben und sowas dabei. Deswegen ja, haben wir den Vorteil, dass wir halt auch den ganzen Tag einfach das Auge im Auge behalten können, weil sie es bei uns dann auch aufmacht und bei ihm gerne mal zukneift. Leicht haben es die Tierärzte oft nicht mit ihren Diagnosen. Ja, wir werden sie jetzt noch regelmäßig beobachten. Das heißt, die Pfleger machen das hauptsächlich. Und wenn mit dem Auge irgendwas merkwürdig erscheint, wenn es gerötet ist, wenn man Ausfluss feststellt oder wenn es wieder schließen sollte, dann gibt es natürlich eine Rückmeldung. Und im Moment ist geplant, dass wir so etwa alle 4 Wochen von meiner Seite aus kontrollieren. Und damit, denke ich, sieht das im Moment so aus, dass wir nichts weiter unternehmen müssen. Ninas Auge scheint also gerettet. Es ist natürlich erleichternd. Wenn man ein krankes Tier hat, macht man sich immer Sorgen. Man nimmt es auch immer mit nach Hause. Man kann es nicht hier auf der Arbeit lassen und denken, so Tür zu, ich gehe nach Hause. Man hat immer Angst, wenn man am nächsten Morgen kommt, wie geht's der Schildkröte. Das Erste, was man macht, man geht hier hoch und guckt, wie es ihr geht. Und wenn es dann über ganze Wochen hinweg ein zuendes Auge ist, dann denkt man, oh, ob sie es verliert. Nina hat wieder den vollen Durchblick und sieht sogleich, dass es jetzt von Lieblingspflegerin Daniela Kautz frischen Salat gibt. Für Tierarzt Thomas Fischer ist jede Behandlung im Vivarium etwas Besonderes. Er hat eine Kleintierpraxis in Darmstadt und wird gerufen, wenn er im Zoo gebraucht wird. Eine willkommene und exotische Abwechslung. Mit wilden Tieren arbeiten zu dürfen, das ist, glaube ich, ein Traum, den viele praktizierende Kollegen haben. Das ist eine ständige Herausforderung. Es gibt nie Routine. Es gibt jeden Tag was Neues, wo man mit den Kerlchen zu tun hat. Und das wird jeder Zootierarzt, jeder Tierarzt, der mit Wildtieren zu tun hat, bestätigen, dass man halt immer vor neue Herausforderungen gestellt wird. Und dementsprechend wird es nie langweilig. Ich glaube, Sie müssen weggehen. Ich glaube, ich muss weggehen. Er läuft durch Sie durch, das ist ihm egal. Ne, Mai? Tierarzt steht im Weg, Tierarzt wird umgebracht. Oh. Heute ist er höflich, heute geht er vorbei. Oh. Komm mal her. Und tatsächlich hat Thomas Fischer bei dem 150 Kilo Männchen Mike offenbar noch einen etwas besseren Stand. Eine kleine Entschädigung für den Darmstädter Tierarzt. Okay, dann war's das für jetzt. Dann hören wir uns morgen wieder. Und prima. Ich, ja. Bis morgen. Berichtigt.
Jawohl. Aber er gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich Nina und er irgendwann auch wieder annähern. Tierarztbesuch bei den afrikanischen Zwergseebären im Frankfurter Zoo. Die Zwerge bekommen im Sommer durch die Sonne immer mal wieder schmerzhafte Augenentzündungen. Seebär Samu ist bereits behandelt. Jetzt ist Emil an der Reihe. Und der wiegt immerhin 145 Kilo. Das ist echt eine Knutschkugel, oder? Ja. Eine Kugel im wahrsten Sinne, aber Auge. Und natürlich gibt's auch für ihn eine Belohnung fürs Stillhalten. Es ist schon nötig, dass wir da behandeln. Das heißt, wir geben da noch Tropfen raus. Lassen sich ja so ganz gut gefallen und dann kriegen sie mal ein paar Tage lang Augentropfen. Wenn jetzt vor allen Dingen das Wetter auch so bleibt und mehr Sonne ist, dann ist es ganz gut für die, dass dann die Entzündung erstmal wieder rausgeht. Und wenn die Tierärztin schon mal da ist, wirft sie auch gleich einen Blick auf Seehund Henry und sein Pickelproblem. Die Frau Will hat gemeldet oder gesehen, dass der ein, ich sag's mal unwissenschaftlich, wie sie es gesagt hat, Boppel. Der hat einen Boppel und den wollte ich mir mal angucken. Aber das ist mehr so zerkratzt irgendwie, ne? Und der ist gerade auch schön im Fellwechsel, oder? Ja. Der sieht da so nackig aus. Also kleine Auflagerungen oder kleine Pickelchen, sag ich mal. Die hier sieht man das hier, aber auch so Kratzer. Ne? Hier. Und da ist er auch ganz schütterbehaart, weil er gerade im Fellwechsel ist. Also hier sieht man es noch, da hat er halt noch Fell, das kann man so hoch kämmen. Und hier hat er kein Fell, da ist er ein bisschen nackig. Ansonsten ist er auch gut im Futter. Er ist gut durch den Winter gekommen. Ja, wie ja offenbar alle hier anwesenden Tiere. Aber das hat doch wohl nichts mit den, wie es die Pfleger nennen, Bobbeln zu tun, oder? Ich schätze, das hängt mit dem Fellwechsel zusammen. Und wenn es nicht schlimmer wird, dann können wir es so lassen. Und auch Henry, Fridolin und Fenja wollen natürlich fürs Stillhalten belohnt werden. Sollst du nicht? Das sollst du nicht. Okay. Ja, aber. Und du bettelst eigentlich, im Grunde bettelst du auch, ne? Ja, weil der Fisch ist aber auch so köstlich. Und schließlich haben die Seehunde es so gelernt. Wenn sie stillhalten, gibt's ein Leckerli. Target ist das hier eigentlich. Das soll ein Target sein. So als Target heißt ja auch Ziel, wo man die Tiere stationieren kann. Die sind aber auch gewohnt, dass sie an die Faust stationiert werden. Das kennen die. Das ist jetzt schon eine Übung. Ja, die drückt da ganz fest ihre Nase dagegen. Und solange ich das so, eigentlich müsste ich sie jetzt belohnen mit einem Pfiff. Das macht jetzt mal die Anka. Und die Anka, also Pflegerin Ann-Kathrin Will, ist es auch, die den leckeren Fisch verteilt. Denn Frau Doktor hat da eher einen Ekel. Obwohl das ja eigentlich eklig ist. Ich liebe Robben, aber ich hasse Fisch. Und dann noch diesen Fisch anfassen. Da hat man den ganzen Tag, also das. Da muss sie jetzt wohl durch. Aus Liebe zu den liebenswerten Bettlern. Jetzt habe ich auch noch Fisch auf der Hose. Ekelhaft. Ihr seid so niedlich, aber eure Ernährungsweise. Und wenn sie sich noch den Schwanz so reinsaugen, so widerlich. Und der fängt noch so an zu schäumen hier. Doch selbst das hält Nicole Schauerte am Ende nicht von ihrer Begeisterung für die Kerlchen ab. Einen Fischkuss in Ehren kann eben niemand verwehren. So, aber jetzt, die Tablettenfische sind weg, ja? Oh, es ist schon wieder so eklig. Und selbst Fenja hat irgendwann genug Fisch und buxiert sich mehr oder weniger elegant, graziös ins Wasser zurück. Die Damen vom Spandauer Wasserballett fühlen sich ja doch in ihrem Element am wohlsten. Im hessischen Tierpark Sababurg kämpft Steinbock Pavel hartnäckig gegen das Einschlafen. Eine Narkose soll ihn ruhig stellen, sodass der Tierarzt die zu langen Klauen schneiden kann. Jetzt bloß nirgendwo mit dem Kopf dagegen stoßen, am Ende gibt's noch eine Beule. Aber dann geht nichts mehr. Der Bock schläft wie ein Stein.
Der Steinbock liegt jetzt in Narkose und jetzt werde ich langsam dahin gehen. Ich habe hier so ein Lasso noch zusätzlich zur Sicherheit und gehe jetzt erstmal langsam hin und werde versuchen, ihn zu fixieren. Man muss bei den Tieren immer ein bisschen aufpassen. Es kann auch mal sein, dass sie plötzlich wieder aufspringen. Aber das werden wir jetzt erstmal machen und dann können wir uns an die Klauenpflege begeben. Die Klauenpflege ist dringend notwendig, weil sich die Hufe des kaukasischen Steinbocks auf dem weicheren Boden des Tierparks nicht so sehr abnutzen wie im Gebirge. Das Handtuch über den Augen hält den Zuchtbock zusätzlich ruhig. Werden wir jetzt die Klauen wieder richtig in Form bringen, dass die richtig geschnitten sind. Man muss da wirklich immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu schnell ins Leben kommt. Ne? So. Hier. Das muss noch mal weg jetzt. Da hat sich aber ganz schön was angesammelt. Genau, aber es ist halt auch jedes Mal, sag mal, eine Belastung für das Tier in Vollnarkose. Muss man natürlich auch immer abwägen, wann es notwendig ist. Sonst, wenn man das alle 3 Monate machen muss, ist das natürlich ein bisschen viel. So, da sieht es schon ganz gut aus. Steinböcke haben besondere Hufe, die in der Mitte geteilt sind. An der Außenseite hart, innen weicher. Ein bisschen größer die Nagelfeile als bei uns. Mit diesen Hufen können sich die Steinböcke im Boden verkeilen und rutschen nicht. Außerdem haben sie noch je 2 spezielle Klauen, die wie kleine Bremshaken funktionieren, wenn das Gelände mal so richtig steil ist. Muss man jetzt darauf achten, dass der auf dem Tragrand läuft. Und hier kommt man jetzt schon so langsam in die Geschichte, wo es anfängt zu bluten. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall aufhören. Und wir brauchen natürlich noch eine Kante, damit der Steinbock auch auf dem felsigen Untergrund hier vernünftig laufen kann. Aber das sieht gut aus so. So kann es bleiben. Jetzt gucken wir uns den anderen noch mal an. Das klappt leider nicht immer so gut. Dafür sind die Steinböcke auch einfach zu scheu. Und die wissen auch ganz genau, wenn der Tierarzt kommt, was dann meistens los ist. Und deswegen müssen auch während der Narkose alle Helfer aufmerksam und einsatzbereit sein. Der Bock könnte jederzeit vorzeitig aufwachen. Ein Handtuch vor den Augen soll dieses Risiko minimieren. Jetzt geben wir ihm noch mal ein Gegenmittel, dass der nicht so lange liegen bleibt. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier die Vene finden, weil das ist durch das dichte Fell ein bisschen schwierig. Denn je kürzer die Narkose dauert, umso besser ist es für Pavels Kreislauf. Da. So, alles loslassen. Ja, könnte passen. So. Jetzt müssen wir noch darauf warten, bis er wieder wach wird. Sollte das jetzt nicht passieren, müssen wir eventuell gleich noch mal ein bisschen was nachgeben. Aber ich denke mal, dass der gleich in den nächsten 10 Minuten wieder aufsteht. Und dann gucken wir mal, wie er sich bewegt. Und tatsächlich? Die Rückkehr ins Hier und Jetzt beginnt mit einem Schwanzwedeln. Die 3 Weibchen Pauline, Else und Jitka beobachten Pavels Erwachen aufmerksam. Wenn auch noch immer leicht benebelt, aber er ist wieder da und wach. Ja, jetzt hat er es geschafft. Jetzt braucht er noch ein bisschen wieder, seine Beine zu sortieren. Und dann gibt es heute kein Kraftfutter mehr. Und dann muss er sich jetzt erstmal bis morgen erholen von seiner ganzen Aktion hier. Ein halbes Jahr hat Pavel jetzt mindestens Ruhe, bis die nächste Pediküre ansteht. Im Kronberger Opel Zoo ist die Afrika-Savanne um einen Bewohner reicher. Giraffendame Mot hat Nachwuchs bekommen. Madiba ist einen Tag zuvor auf die Welt gekommen und bereits jetzt stattliche 1,80 Meter groß. Tierärztin Dr. Uta Westerhüß bereitet die neugeborenen Prophylaxe vor. Wir gucken einmal das Grobe und geben denen insgesamt 3 Spritzen.
Und zwar einmal die sogenannte Jungtierprophylaxe. Bekommen die Vitamin E Selen von uns, weil wir hier sehr selenarme Böden haben. Bekommen auch ein bisschen was, um das Immunsystem anzufeuern. Und einen, das ist ganz wichtig, einen Transponder. Das ist den Chip, den kennt man auch aus dem Kleintier, also Hund und Katze. Weil alle unsere Tiere ja gekennzeichnet werden müssen. Und wir kommen da nicht mehr an diese Giraffe ran. Deswegen machen wir jetzt immer alles einmal, das Rundum-Sorglos-Papier. Natürlich freuen sich alle über den süßen und wichtigen Nachwuchs bei den Rothschildgiraffen, von denen es weltweit nur noch weniger als 1100 Exemplare gibt. Jetzt geht's gleich los. Also jetzt, der Ablauf ist folgendes, dass die Mutter jetzt einmal von dem Jungtier separiert wird. Das heißt, die kommt einfach in die Nachbarbox. Die kann auch noch rübersehen, sieht das Jungtier auch, aber sie muss einmal das Jungtier alleine lassen. Und dann sagt uns der Pfleger, Herr König, in dem Fall Bescheid. Und wir flitzen rein, das Tier wird einmal gehalten, es bekommt die 3 Injektionen letztendlich. Wir schauen einmal nach und dann auch schon sofort wieder zurück. Madiba ist bereits das 6. Kalb von Mutter Mut. Ist immer was Schönes. Aber Jungtiere sind immer schön, deswegen ist es meine Lieblingsbehandlung. Unsere Maut ist auch schon sehr erfahren. Das heißt, eigentlich kennt sie es, aber toll finden die das natürlich nicht. Die wollen immer bei ihrem Jungtier bleiben. Deswegen sollte es jetzt besonders schnell gehen. Die erfahrenen Pfleger halten Madiba fest. Und noch bleibt der kleine Hengst ganz ruhig. Im Hintergrund beobachtet Mutter Mot die Situation sehr argwöhnisch. Hallo, Kleini. Ritt, ist ein Feiner. Wenn er sich hinlegen will, legt er sich hin, ne? Ruhig runterlassen. Kein Problem. Meistens springt die wieder auf. Deswegen da nur so ein bisschen gucken. Muss mal hier so ein bisschen hin. Und jetzt muss Uta Westerhüß durch die dicke Haut der kleinen Rotschildgiraffe. Die schützt die größten Tiere der Welt, sodass sie sich beim Abgrasen der Baumkronen in der afrikanischen Steppe nicht an Dornen oder Ästen verletzen. Aber die Spritze zwickt Madiba natürlich. Ein munteres Kerlchen. Mutter Mot läuft nervös auf und ab. Sie hätte ihren Kleinen natürlich gerne sofort zurück. Giraffen verständigen sich übrigens per Infraschall miteinander, also mit Tönen mit niedriger Frequenz, die der Mensch nicht hören kann. Die zweite Spritze, die das Immunsystem ankurbeln soll, hat Madiba auch schon geschafft. Jetzt kommt die digitale Kennzeichnung, der Transponder. Aber auch hier kämpft die Tierärztin wieder mit der dicken Haut der Giraffe. Boah, mach ich nicht wieder, das Bein vorne hat. Aber jetzt nichts ändern, bitte. Der Transponder muss sitzen. Denn ist der Kleine erstmal wieder bei seiner Mutter, ist eine weitere Behandlung nur mit sehr viel Aufwand möglich. Im Vivarium, dem Zoo im Herzen von Darmstadt, setzt Tierarzt Thomas Fischer seinen Rundgang fort Richtung Tapirhaus. Der Arzt hat eine Kleintierpraxis in der Stadt, aber wann immer es Probleme gibt, ist er sofort für die Zootiere da. Erst recht für seine Lieblingstiere, Tapirdame Tessa und ihren Sohn Matteo. Müssen wir heute abhorchen, den Bauch kontrollieren, weil die haben ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang gehabt, ein bisschen zu dünn. Das ist vermutlich harmlos. Sollte aber eben trotzdem kontrolliert werden. Komm her, Freundchen, komm her. Also der war vermindert, also es war einfach weniger, als es im Normalfall ist. Und er war weicher, also es waren mehr Fladen als wirklich die richtige Kotkonsistenz, die man bei einem im Normalfall hat. Und da man einfach natürlich, heißt nicht, dass gleich was ganz Schlimmes sein muss, aber da wir fast sicher sein wollen, nicht, dass da irgendwie irgendwas im Argen liegt. Also Darmgeräusche sind normal, Bauch ist weich. Also von daher erstmal einfach nur beobachten. Fütterung, ist da was umgestellt? Gar nicht so umgestellt, gut. Vielleicht nochmal bei der Tessa, weil sie mir so ein bisschen empfindlicher vorkam, mal so beim Abfühlen und so ein bisschen, aber nicht dramatisch. Hallo Tessi. Na du? Hallo. Alles gut. Na Maus. Alles prima. Naja, geht so. Das ist ein Flachland-Tapir. Stammen aus Südamerika.
In Asien gibt es auch Tapire. Der berühmte Verwandte ist der Schabrackentapir. Der ist ein bisschen größer und hat dann eine Zeichnung, dass er hier so ein schwarzes Band hat und sonst grau ist. So, die macht vom Abhorchen auch einen guten Eindruck. Mal gucken, ob sie jetzt aufsteht. Komm mal hier, Häuschen, willst du mal? Ne? Na, wenn nicht, dann gucke ich, dass ich so abtaste. Ist noch die andere Seite. Hallo. So, die Tapire sind auch deshalb meine Lieblinge, weil sie halt sehr angenehm sind vom Wesen. Sie sind Kuscheltiere, sie lassen sich gerne kraulen und sind mir gegenüber nicht aggressiv. Und finden Gratis-Massagen spitze. Genau, leg dich mal hin. Das ist natürlich schon besondere Tiere, einfach weil die zwei auch einen sehr ausgeprägten Charakter haben und auch ihre Macken und ihre Lieblingsgraulstellen. Ja, man sieht's. Nee, schön, alles in Ordnung. Es ist für sie mehr eine Massage als eine Untersuchung. Aber wir kontrollieren halt einfach die Spannung von der Bauchdecke und die Darmfüllung. Und das ist völlig in Ordnung. Also wir haben kein wirkliches Problem, sie hat keine Schmerzen. Bauch ist nicht gespannt. Aber Tessa ist gespannt, ob die Massage weitergeht. Tapire sind sehr nette Tiere, solange man sie nicht stresst. Das heißt, man kann ohne Probleme mit denen Kontakt aufnehmen, wenn sie Menschen gewöhnt sind. Man kann sie anfassen, aber sie sind kräftig. Das heißt, wenn sie sich bedroht fühlen, sollte sich in Südamerika zum Beispiel der Jaguar schon überlegen, ob er sich mit so jemandem anlegt. Deswegen darf man auch den lieben Kerlchen durchaus mit Respekt gegenübertreten. Aber wie man sieht, Tessa ist eine Liebe. Macht sowas mit uns nicht. Aber was haben die beiden denn jetzt eigentlich? Oder sind sie nur sehr empfindlich? Schon möglich, dass einfach sie auf irgendwas im Essen ein bisschen reagieren. Das kann sein, dass es stressbedingt ist, wenn irgendwie draußen zu viel los ist. Ist aber auch möglich, dass sie irgendwas gefressen haben. Wir haben auch eine Außenanlage, dass da vielleicht irgendwas an Blättern, Ästen, sonst was eine Rolle spielt. Aber werden auch regelmäßig gecheckt. Das heißt, also parasitologische Probleme haben wir bei ihnen nicht. Und wenn sich da wirklich ein Problem entwickeln sollte, dann werden wir das natürlich auch abklären. Aber im Moment ist alles in Ordnung. Mutter und Sohn werden erstmal vom Arzt entlassen. Bis zur nächsten Gratismassage. Im Tierpark Sababurg, gut 40 Kilometer von Kassel entfernt, gibt es störrisch verspielten Eselnachwuchs. Tierarzt Christian Schultenkemper muss noch den Transponder, also den Erkennungschip, implantieren. Doch vor dem Erfolg kommt ja bekanntlich der Fleiß, oder was, der Schweiß? Ich versuche gerade, einen Eselfohlen zu fangen hier, weil das noch so einen Transponder bekommen soll. Aber die sind schon so schnell, da werden die erst mal ihre Schwierigkeiten haben jetzt. Deswegen wollen wir jetzt sehen, dass wir die hier in den Stall treiben können, dass wir es da dann packen können, weil sonst haben wir keine Chance. Wollen wir es mal probieren? So, jetzt hauen die schon ab da vorne. Jetzt müsst ihr sie noch mal rüber treiben. Henry, geh du mal mit hinterher. Und dann müssen wir so einen Trichter bilden, dass die hier reinkommen. Der Doktor bildet also einen Trichter und die Azubis müssen rennen. Schließlich ist der Tierpark ein Ausbildungsbetrieb und da gilt Learning by Renning. Da in der Ecke geht's auch. Können wir auch da probieren, ob wir sie da kriegen. Ne? Wenn nicht, müssen wir noch mal ein Seil spannen. Oder die Azubis spannen ein Seil? Wunderbar. Ja, es hat wunderbar geklappt, auch ohne Seil. Jetzt nur gut festhalten. Esel sind ja, wie man weiß, störrisch. Aber er macht sich schwer. Lesen wir den noch mal eben ab mit dem Lesegerät hier, ob er auch ein Signal aussendet. Guck mal eben, Nummer 575 am Ende. Ja. Passt, ne? Hältst du das noch mal? So, jetzt muss ich genau dahin, wo du jetzt stehst. Das Unmögliche möglich machen. Ich gehe auf die andere Seite, ne? Genau. Dann hältst du es von da noch mal schön fest. So, dann müssen wir ein bisschen abscheren hier oben. Da müssen wir noch mal ein klein bisschen jetzt Haare wegnehmen. Ne? So.
Hier kommen wir hin. Da müssen wir jetzt rein. Der ist ja erstaunlich ruhig, ne? Ja, wenn man die einmal richtig jetzt fixiert hat, geht das. Aber bis man sie erstmal hat. Das ist jetzt nur eine elektronische Kennzeichnung. Die Equiden, also alle Pferdeartigen, die müssen seit 2002 mit so einem Transponder versehen sein. Und das machen wir jetzt. Und danach müssen wir dann noch so einen Antrag ausfüllen, der eingeschickt wird. Und damit ist das Fohlen dann registriert. Jetzt müsst ihr ein bisschen halten. Ist schon passiert. So, noch einmal kurz draufdrücken. Geht das nochmal? Sieht gut aus, ne? Okay. Und Start. Wer jetzt Bocksprünge erwartet, wird enttäuscht. Na, das war jetzt unspektakulär, ne? Keiner umgefallen. Also, so viel hat er nicht davon gemerkt, ne? Gut. Dann sind wir für heute erst fertig. Und bevor der Tierarzt nochmal piekst, schützen sich die beiden Eselfohlen lieber gegenseitig den Hals. Dabei kann man ja auch gleich ein bisschen rangeln. Ach ja, Geschwisterliebe. In der Afrika-Anlage des Kronberger Opelzoos wird auch gerade noch in den Hals gepiekst. Giraffenjunge Madiba bekommt ebenfalls seinen Transponder. Doch geht es hier nicht ganz so schnell, denn Giraffenhaut ist sehr dick als Schutz vor den dornigen Büschen in der afrikanischen Savanne. Aber Dr. Uta Westerhüß hat's geschafft. Ja. Super, perfekt. Eine unglaublich feste Haut. Jetzt noch schnell eine Gebisskontrolle. Alles ist so, wie es sein soll und keine Gaumenspalte vorhanden. Ja, ich weiß nur. Okay, sehr gut. Fein. Jawohl, Nabel sieht super aus. Gib mir mal einmal ganz kurz. Entschuldige. Madiba scheint ein gesunder und kräftiger Giraffenhengst zu sein. Keine 24 Stunden nach der Geburt ist das Jungtier schon stolze 1,80 Meter groß. Aber so langsam möchte der Kleine auch gerne zur Mutter Mot zurück, die das Geschehen aus dem Hintergrund kritisch beäugt. Die kleine Rothschildgiraffe ist das sechste Kalb von Mot, die hier wegen ihrer verhältnismäßig kleinen Größe alle nur Zwocki nennen. Doch Madiba ist schon der heimliche Star des Opelzoos. Und zeigt auch gleich schon mal, wo es für die Pfleger lang geht, nämlich raus vor die Tür. Es reicht für heute. Mutter Mot darf natürlich sofort zu ihrem Nachwuchs zurück. Na, scheint ja noch alles dran zu sein an dem Kleinen. Pfleger Marcel König war bei der Geburt dabei und ist sehr froh über den Hengst, aber auch ein bisschen neidisch. Das ist ein großer Mann. Das ist immer sehr deprimierend, wenn ein Tier einen Tag alt ist und es schon größer ist als man selbst. Aber ja. Und er war schon so gespannt. Da freut man sich einfach auf, mit so Tieren zu arbeiten. Vor allem, wenn dann so ein Highlight ansteht, da haben wir jetzt ja ewig schon drauf gewartet. Das Euter wurde immer dicker. Und ja, gestern war der Tag soweit. Und zufällig hatte Pfleger Marcel König auch noch Dienst. Da haben die Füßchen schon rausgeguckt und da mussten wir uns ein bisschen beeilen. Hat aber alles super geklappt. In 10 Minuten waren dann die Giraffen drinne, die Giraffen abgesperrt. Und dann konnte Zwocki in ihrer vorbereiteten Box das Jungtier dann gebären. Das ging auch relativ schnell, Stunde auf anderthalb. Und zwups war es dann draußen. Da habe ich noch gerade gesehen, wie der die Hälfte des Körpers schon rausgeguckt hat. Und dann macht es auf einmal plupp. Und dann war es dann da und direkt Augen auf, Kopf geguckt, was hier so abgeht. Ja, und nach 3 Stunden ungefähr hat es dann auch schon gestanden und dann auch relativ zügig dann auch an die Milch gegangen, an die Milchbar. Madiba wird hoffentlich selbst ein guter Zuchtbulle. So wie sein Vater Gregor, der selbst im Opelzoo geboren wurde und bereits 16 Nachkommen gezeugt hat. So können sie zur Erhaltung ihrer bedrohten Unterart beitragen. Und auch für Tierärztin Uta Westerhüß ist das immer wieder ihre Lieblingsbehandlung. Die Untersuchung ging schnell, das Jungtier ist gesund und munter. Ach komm, ich habe eine
nämlich gedacht... Ja, alles super gegangen, wunderbar. Das ist ja immer, Hauptsache, es bleibt alles ruhig. Und der war aber dann auch, hat ja am Anfang so ein bisschen Gas gegeben, aber dann war ja ganz ruhig. Häufig, wenn die merken, sie können sich nicht wehren und alles ist ruhig, dann sind die auch selber sehr ruhig. Und wunderbar gesund, alles, was wir bisher sehen konnten, aber das geht halt auch ganz schnell. Es ist ein gesundes, kräftiges Jungtier. Also groß, wir haben jetzt gerade noch mal gesehen. Also ich bin 1,64, Herr Haas, unser Pfleger, ist 1,76 und ist ja noch größer. Also es ist bestimmt 1,80, 1,85. So groß sind die einfach. Ach, schön. Wunderbar. Ja, wunderbar. Das finden wir auch. Bei den Erdmännchen im Frankfurter Zoo ist einer ganz einsam. Willi war früher mal Teil der großen Gruppe, hat dann aber lange in einer Zweier-WG gelebt. Jetzt ist sein Kumpel vor 2 Wochen gestorben und Tierärztin Nicole Schauerte schaut auf dem Weg nach Hause noch mal bei dem Single-Männchen vorbei. Willi ist nämlich gerade ganz traurig, weil er alleine ist und das ist für ein Erdmännchen nicht so schön. Nach einem Streit in der großen Gruppe musste sie Willis Nase flicken. Jetzt könnte man ihn als den Michael Jackson unter den Erdmännchen bezeichnen. Den haben sie rausgebissen, das passiert auch bei Erdmännchen. Die sind zwar sehr sozial und es gibt auch größere Gruppen, aber es gibt immer wieder mal Tiere, die rausfliegen aus den Gruppen. Sei es, weil sie ein bestimmtes Alter haben, sei es, weil sie irgendwie mal Schwäche gezeigt haben, weil sie so ein bisschen Opfertiere sind. Naja, den haben sie ganz schön zerbissen. Und die Nase war also ziemlich, ziemlich demoliert. Und dann habe ich versucht, die wieder zu flicken. Ist so funktional, also es funktioniert wieder alles, aber es ist halt ein bisschen schief. Und man sieht die Narbe. Aber da kann man ihn jetzt immer unter Tausenden kann man den Willi erkennen. Den muss man halt beschäftigen, das machen wir jetzt auch die ganze Zeit. Ist jetzt auch noch nicht so lang. Also das sind jetzt, glaube ich, 2 Wochen, wo der Kumpel gestorben ist, der Derby. Und jetzt wird er halt bespaßt. Das mache ich auch im Rausgehen, weil er mir leid tut, kriegt er halt noch eine Handvoll Mehlwürmer hier hingeworfen und dann hat er noch mal ein bisschen Spaß, wenn es auch nur ein paar Minuten sind. Alles für sich alleine. Und ziemlich ängstlich ist er seit dem Tod seines Mitbewohners. Ich glaube, der ist jetzt irgendwie verschreckt, zumal er ja auch keinen Aufpasser hat und ganz alleine aufpassen muss. Es gibt ja immer einen Wächter, der oben steht und die Lage abcheckt und jetzt muss er das alles alleine machen in Personalunion. Und anscheinend ist er deswegen so ein bisschen schüchterner als sonst und verunsicherter. Aber eine Lösung ist in Sicht. Eines der Erdmännchen aus der großen Gruppe soll schon bald zu Willi umziehen. Ein neuer Kumpel, der Willi auch mal beim Wacheschieben ablösen kann. Aber wer soll Willis Herzblatt werden? Ja, also ich glaube ein bisschen nach Alter. Nicht die ganz Kleinen, sondern also ein älteres Männchen wird es sein. Wir haben sehr viele Männchen, also 15 Männchen, 2 Weibchen. Das ist auch ein bisschen blöd verteilt, die Geschlechter. Und die Weibchen sind auch ein bisschen, sind die Chefs, muss man sagen, nicht nur ein bisschen, das sind die Chefs. Und das wird ein älteres Männchen sein, nicht unbedingt die Zuchtmänner und nicht die ganz Kleinen. Egal, wer zu Willi einzieht, er wird nicht mehr einsam sein. Erdmännchen zu mögen, ist ja auch wirklich keine Kunst. Die grinsen ja auch alle. Da muss man gleich mitgrinsen. Genau. Mal schauen, wer Willis verstorbenen Kumpel Derby ersetzen kann. Und das nächste Mal bei den Tierarztgeschichten aus den hessischen Zoos. Der große Umzugstag ist gekommen. Willi lernt seinen neuen Kumpel Micha kennen. Ob diese beiden Erdmännchen auch dicke Freunde werden, das sehen Sie bei Der Doktor und die wilden Tiere.